Langhammer draufgebohrt auf den 11. Juli. Wir sind die Oldtimer-Freunde von Drosberg und haben das Treffen organisiert. Es ist das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Jetzt hoffen wir bloß, dass ein Haufen Leute kommen. Mitten in der Stadt, rund um den Karobrunnen, da haben wir die Parkplätze für die alten Fahrzeuge freigehalten. Wir erwarten Feuerwehrfahrzeuge vom Magirus Club, alte Motorradl und natürlich alte Auto. Und dann werden wir mal einen kleinen Spaziergang machen an diesen Fahrzeugen vorbei und die hier mal ein bisschen zum Anschauen. Da sind wir jetzt in der Abteilung Feuerwehr. Das sind lauter ausgemusterte Feuerwehrfahrzeuge, die von dem Magirus Club in Kimberg aufgekauft worden haben, repariert, restauriert und in Ordnung gehalten werden. Zur rechten Zeit zeigt der Club dann die Fahrzeuge bei solchen Anlässen her. Heute ist er bei uns in Drosberg. Jetzt kommen wir zur Fraktion der Bulldog-Fahrer. Auch da sind wunderschöne Fahrzeuge vertrieben. Zum Beispiel da der Lanz oder der Schlüter. Das sind Fahrzeuge, die werden ja schon lange nicht mehr gebaut. Das Gesicht da, das Mandel da, das kommt mir bekannt für. Ah, der ist es. Jetzt weiß man auch, was für Reifen auf die Bulldog sind. Ja mei, das ist ja der Lanz von Gurt Gätzing. Das Gurt Gätzing, das gibt's nicht mehr. Da ist heute eine Chemiefabrik drauf und das Gurt ist abgerissen worden. So ändern sich da die Zeiten. Ja, die ersten kriegen schon Durst. Die sitzen schon beim Wirt. Mei, da steht der BMW Isetta. Lutschkugel haben sie es genannt. Ja, warum wohl? Haben halt bloß zwei Platz gehabt drin. Ja, und daneben, da steht gleich ein klassischer englischer Roadster. Ein Morgan. Auch aus derselben Zeitepoche, so in die 50er Jahre. Der hat 1200 Kubik Hubraum und 40 PS. Und rechts gesteuert war. Das war in Deutschland nicht ganz so üblich. Der hat wohl Hunger gekriegt vor lauter Scham. Man sieht, dass er ihm schmeckt. Der Aero da, der ist einmal als Rennauto gebaut worden. Aero hat überhaupt eine recht interessante Firmenbiografie. Das ist eine tschechische Firma und ist über Flugzeugbau zum Autobau gekommen. Und die Auto, das waren absolute Leichtgewichte. Und charakteristisch, es waren immer Zweitakter. Und da haben wir wohl das älteste Fahrzeug der Veranstaltung. Er ist in Kanada gebaut worden und da haben sie ihn Tin Lissi genannt. In Deutschland war es einfach bloß die Blechliesel. Von dem Typ haben von 1908 bis 1927 etwa 15 Millionen Fahrzeuge produziert worden.
Wegfahrsperre war ja damals scheinbar auch schon ein Thema. Und das Getriebe für den Tacho, sowas sieht man heute auch nicht mehr, weil ja bei uns alles elektronisch geht. Autofahren muss man da erst wieder lernen. Denn die Pedale wird Gas, Bremse, Kupplung, die haben auch gerade entgegengesetzt wie bei unserem Auto. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber der Motor, das ist ein rein Vierzylinder und recht massiv gebaut. Da haben wir jetzt einen Daimler-Benz 170. Das ist also ein Nachkriegsmodell. Wenn man so der Reihe entlang geht, sehen wir einen Haufen verschiedene Fahrzeuge. Der Alfa Romeo, der mag nicht mehr. Der muss angeschoben werden. Aber er springt sofort wieder an. Da haben wir jetzt die Motorradl. Da ist auch eine ganz schöne Menge an Fahrzeugen auftaucht. Das erste da ist jetzt gleich ein Triumph, eine englische Maschine, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden ist. Das ist ein Motorradl, mit dem ist auch mein Großvater schon spazieren gefahren. Die ARD, das war ein deutsches Motorradl. Es ist da gebaut worden bei uns und auch vertrieben worden. War recht weit verbreitet vor dem Zweiten Weltkrieg. Das Motorradl, das da ausprobiert werden soll, das ist ein Ducati. Eine Ducati 250er Rennmaschine. Die ist Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf die Rennstrecken gelaufen. Veranstaltungen, da sieht man die Motorradl wieder, die im Nachkriegsdeutschland auf unsere Straßen gleich waren. Das eine oder andere hat mancher vielleicht gefahren, so wie ich die NSU Max. Das ist wohl eins von den seltensten Motorradl auf unseren Straßen. Das ist ein Royal Enfield, ist aus Indien importiert und läuft mit Diesel. Der Besitzer hat das Fahrzeug ja selber aus Indien importiert. Der kann also so einiges erzählen, was er da für Überraschungen erlebt hat. Aber die größten Überraschungen war unser Behördendschungel in Deutschland, bis er da die Zulassung gekriegt hat. Zack, und nur drin. So, na, du bringst den nicht weg. Wenn es kalt ist, bringst du den weg. Wenn es kalt ist, und da hat es irgendein Benzin oder Alkohol oder irgendwas. Spiritus, es muss was. Zack, da hoch, zack, macht auf. Das heißt, Mama, wir haben beim LKW. Alles klar. Unter 0 Grad springt der nicht um. Also hat er das, weißt du? Mit der Bucht. Da haben wir wieder da EU und Deutschland reguliert. Ja, du musst nicht warten, du musst Parklicht haben, du musst. Was ich da als Lehrer reingekommen habe, da ist. So, was für dich? Achso. Das jetzt sind wir alle Fahrzeuge durch. Bis auf da vorne, die NSU, die wo gerade weggefahrt, die habe ich nicht mehr gesehen. Da bin ich spät gekommen. Aber es ist allgemeine Aufbruchsstimmung bei dem schönen Tag. Da kann man eigentlich nur an den See zum Schwimmen fahren.
und sich dann da den Nachmittag noch mit Sonne ein bisschen auf den Bauch scheinen lassen.